Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auswandern mit Gegengift. Mal weg von den ganzen praktischen Hinweisen. Ja, vielleicht noch für den letzten Kommentator, der Details noch haben wollte, angemerkt, was auch vorangestellt ist in den Bildern. Wenn du einreist nach Bulgarien mit deinem Personalausweis oder deinem Pass, kannst du hier 3 Monate lang bleiben, ohne jede Problematik. Danach musst du dich anmelden. Und das machst du dann, wie ich schon bereits erwähnte, bei der Polizei und beim Einwohnermeldeamt. Dies mit einer helfenden Hand. Das heißt, du findest eine bulgarische Person deines Vertrauens, die dann auch noch Deutsch spricht oder Englisch und dich auf Behördengängen begleitet. Du bekommst als Rentner unter Vorlage deiner Rentenbescheinigung dann eine Aufenthaltsgenehmigung von 5 Jahren, die erneuerbar ist. Du musst dich jedes Jahr einmal bei der Polizei melden, um zu zeigen, dass du noch lebst. Und das war's dann auch. Der springende Punkt hier in Sachen Bulgarien, und hier kommen wir dann mal ans Eingemachte, sind die Lebenshaltungskosten und das Wetter. Fangen wir mit dem zweiten Aspekt an. Bulgarien hat so um die 260, 270 Sonnentage, und ich sitze jetzt wieder auf meiner Terrasse mit Blick auf das Schwarze Meer. Es sind jetzt konkrete 17 Grad, gefühlte 22. Mein Hoodie wird mir mittlerweile zu warm. Also diese 260 Sonnentage sind schon ein ganz, ganz klares Argument. Zumindest an der Schwarzmeerküste in Sofia liegt Schnee. Also im Inland Bulgariens wird es ab November ziemlich rau. Dann hast du Temperaturen, die halt Kontinentalklima sind. Hier an der Schwarzmeerküste ist das ein klein bisschen anders. Da kann man auch bis Dezember, bis zum 24. Dezember teilweise noch an manchen Tagen mit einem T-Shirt rumlaufen. Aber ist natürlich nicht generell so. Wer noch mehr will, muss nach Spanien. Aber das reizt mich nun wenig angesichts der Bilder, die man so gerade sieht, der tausende Migranten, die dort über die Straßen stürmen und die unbedingt nach Deutschland wollen. So will ja jeder irgendwo hin. Der Deutsche möchte gern nach Bulgarien in meinem Fall. Die Leute aus Afrika und anderen Regionen, die möchten gerne nach Deutschland aus allen bekannten Gründen. Der erste Punkt waren die Lebenshaltungskosten. In Bulgarien kannst du immer noch, selbst bei Inflation, sagen, dass alles 50% preiswerter ist als in Deutschland. Die Lebensmittel auf jeden Fall. Der Lebensmittelmarkt, ich werde dieser Sache noch einen besonderen Vlog widmen, wird beherrscht durch deutsche Konzerne, durch deutsche Discounter, allen voran Lidl. Lidl ist ein bisschen teurer als die kleinen Geschäfte. Hier haben wir ein umgedrehtes Verhältnis zu Deutschland, wenn es überhaupt noch kleine Geschäfte gibt in Deutschland. Der Tante-Emma-Laden hat hier bessere Produkte und ist billiger als Lidl. Wobei Lidl immer noch, ich sage es, fast 50% preiswerter ist als in Deutschland. Das betrifft nicht Milchprodukte. Milchprodukte sind hier relativ teuer, muss man sagen. Gott weiß warum. Ich weiß es nicht, aber ich werde das gern noch ergründen für euch. Geheizt, wenn es dann wirklich mal so richtig kalt wird, und das ist auch hier an der Schwarzmeerküste der Fall zwischen Ende Dezember und Anfang März, dann wird es richtig unangenehm. Geheizt wird mit Strom, wobei auch der Strom wesentlich preiswerter ist als in Deutschland. Immer noch. Wenn man hier sich eine Wohnung sucht, zum Kauf oder zur Miete oder ein Haus, sollte man schon darauf achten, was da für Heizmöglichkeiten bestehen. Auch für den Notfall, der ja auch in Bulgarien eintreten könnte. In Varna, wo ein belgischer Freund von uns wohnt, ist 19 Stunden lang der Strom ausgefallen, am Freitag und am Samstag. Da hat es nämlich so richtig gestürmt hier. Bei uns war das nicht der Fall. Aber dann ist es schon gut, wenn du einen Kachelofen hast oder ein Holzfeuer. Die meisten Bulgaren heizen auch so, wenn sie es nicht mit Strom tun. Aber das ist immer eine sehr gute Alternative und etwas, was sich dann über so einen Stromausfall retten könnte, der auch in Deutschland nicht mehr illusorisch ist.
Was kann ich sonst noch sagen zu Bulgarien? Straßensteuer ist unglaublichst billig. Das bewegt sich bei 75 Leva, geteilt durch 2 hast du den Eurobetrag pro Jahr. Dafür sind die Straßen auch in einem erbärmlichen Zustand. Aber gut, man muss wissen, womit man dann leben möchte. Mit irrsinnig hohen Steuern auf dein Auto oder ja, mit ein bisschen weniger guten Straßen und dann Beträgen, die auch ein sozial Schwachgestellter wegstecken kann. Die Bulgaren selbst sind unglaublichst gastfreundlich. Sie sind warmherzige Menschen. Es gibt wenige Don't-Dos. Wie in jedem Land der Welt kritisieren sollte man die Zustände hier nicht, weil sie mit denen in Deutschland nicht übereinstimmen. Das ist natürlich etwas, was generell gilt für alle Länder dieser Welt. Ansonsten lässt es sich hier, kann ich jetzt schon sagen, sehr, sehr gut leben. Es ist geradezu entspannend, wenn man gerade angesichts dieser Mehrwertsteuererhöhung in Deutschland für Gastronomiebetriebe in ein Restaurant geht und zu zweit so um die 20 Euro bezahlt für das gesamte Programm. Das heißt Vorgericht für 2, Hauptgericht, Nachtisch noch dabei, mehrere Getränke. Da macht das Leben wieder Spaß. Mit 400 Euro mal abseits der Miete kommst du hier gut zurecht. Wenn du als Rentner 1000 Euro hast, dann bist du hier King of the World. Ich habe vor einem halben Jahr, als ich das Land als Tourist bereiste, mit einem pensionierten Oberst der bulgarischen Armee gesprochen. Der bekam 1000 Euro Rente und der unterhält sich damit ein kleines Hotel als Pensionär und lebt also wirklich, wirklich ein sehr, sehr gutes Leben. Abschließend kann ich erstmal sagen zu Bulgarien, ich werde noch nachliefern, auch mit ganz konkreten Bildern aus Supermärkten mit den Preisen und allem drum und dran. Ich kann sagen über Bulgarien, das Zeitgefühl ist hier auch ein anderes. Du musst schon ein bisschen mehr Zeit und Geduld mitbringen. Die deutsche Pünktlichkeit und dieses deutsche Zack, Zack, Bum, Bum und los geht's, das ist hier nicht so. Natürlich kommen die Handwerker, aber sie kommen in der Regel vielleicht mit ein bisschen Verspätung. Alle anderen Dinge muss ich dann ganz ehrlich sagen, trotz negativer Berichte von Leuten, die hier schon länger leben, habe ich in dieser kurzen Zeit, wo wir jetzt hier sind, nicht erlebt, wie zum Beispiel Bestellungen, die man aufgibt bei IKEA oder anderen Geschäften. Die Leute sind pünktlich, sie rufen an, sie sprechen auch ziemlich gut Englisch und das läuft eigentlich alles viel, viel besser, als ich es von Deutschland beispielsweise gewohnt bin, wo DHL mal vorbeikommt und mal nicht und der Paketzusteller in Altenau dann behauptete, er sei an meiner Tür gewesen, obwohl er, denke ich, keinen Bock hatte, bis in den Oberharz hochzufahren. Also das mal wieder als Zwischenbericht über das Auswandern spezifisch nach Bulgarien auf dem Programm. In den nächsten Ausgaben dann konkrete Bilder, auch mal aus einer Großstadt, auch mal konkrete Bilder von Tankstellen, Geschäften, Discountern, damit ihr mal ganz konkret und auch auf den Eurocent genau seht, was hier an Preisen so angesagt ist und mal nachdenken könnt über, vielleicht wäre Bulgarien ja etwas für mich.